Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg in diesem Jahr, dieser neuen innovativen Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg ins Leben gerufen hat und die mein lieber Kollege Stefan Seidmelk und ich zusammen gestalten dürfen. Wir suchen Energiepotenzial in Jugendlichen und möchten Jugendlichen dabei helfen, diese Energie, die in ihnen steckt, umzusetzen und ins Leben zu bringen. Und wir möchten Begegnungsräume schaffen zwischen jüngeren und älteren Mitbürgern in der Stadt Kronberg. Und vielleicht kann das auch ein Ansporn werden, ein Beispiel für viele andere Städte und Gemeinden. In diesem literarischen Adventskalender lese ich ja immer wieder Geschichten aus vor allem diesen beiden Büchern vor. Einmal Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und Weihnachtswunderzeit. Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von Thomas Lappstein, Frank Bonkowski und Micky Wiese mit tollen neuen Ideen und Perspektiven auf ein altes Fest, nämlich das Weihnachtsfest. Und ich möchte wie immer an dieser Stelle nicht versäumen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr diese beiden Bücher in euren Local Bookstores bekommen könnt oder, wenn ihr nicht mehr so gut laufen könnt, in jedem Internetportal. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr irgendwo eine Rezension hinterlassen würdet oder wenn ihr ein Bild macht davon, wie ihr dieses Buch gerade gekauft habt und es in den Kommentaren postet, da würden wir uns sehr drüber freuen. Es weihnachtet sehr und Weihnachtswunderzeit. Heute aber am Sonntag, am 3. Advent, möchte ich euch gerne etwas vorlesen, das davon handelt, worum es überhaupt bei Weihnachten geht. Advent heißt ja Ankunft. Da kommt etwas Gutes in unserem Leben an, aber was kommt da eigentlich an? Und zu dieser Frage, was da eigentlich im Advent und an Weihnachten in unserem Leben ankommt, möchte ich euch heute ein paar Impulse, ein paar Gedanken vorlesen, die ich mir mal zu Weihnachten gemacht habe. Was bedeutet Weihnachten für unser persönliches Alltagsleben? Nun, Weihnachten bedeutet zunächst einmal ganz einfach, dass Gott ein Mensch geworden ist, dass das Wort Fleisch geworden ist. Und allein das schon ist eine der größten Ungeheuerlichkeiten des Universums. Jesus, Gottes Sohn und damit Gott selbst, wurde ein Mensch. Und zwar wurde Gott Mensch unter den Bedingungen der Herrschaft, der Sünde und des Todes. Weihnachten ist kein Krippenspiel, kein wir tun mal so als ob, sondern Gott ist wirklich zu uns Menschen gekommen. Und das nicht nur in menschlicher Gestalt, in menschlicher Verkleidung, sondern als ein richtiger Mensch in Fleisch und Blut mit allem, was auch wir am Hals haben. Das Wort wurde Fleisch, so heißt es in Johannes 1, Vers 14. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, schreibt eben dieser Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 2. Und daher kommt übrigens auch der Fachausdruck Jesus Christus im Fleisch, auf Lateinisch in carne, und daher dann Inkarnation, die Fleischwerdung. So, die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus ist der Mittelpunkt der Heiligen Schrift und des ganzen Heilsplans Gottes. Nicht Ostern, sondern Weihnachten ist das Ding. Im Alten Testament wird Gottes Inkarnation vorbereitet und prophezeit. Im Neuen Testament wird Gottes Leben und Werk als Mensch geschildert und erklärt. Natürlich kann man das mit Weihnachten als Zentrum jetzt nicht ganz einseitig sagen, aber wir müssen festhalten, ohne Weihnachten gäbe es kein Ostern. Ist klar, ne? Ohne die Fleischwerdung Jesu Christi gäbe es keine Erlösung.
und wir wüssten rein gar nichts von der unendlichen Liebe Gottes. 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist aber erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. So, und das wäre es dann eigentlich schon, und damit könnte ich schon aufhören, über die Bedeutung von Weihnachten für dich persönlich zu reden. Aber welcher Prediger hat schon einmal eine solche Aussage eingehalten? Die Inkarnation Gottes bedeutet auch eine radikale Absage an jede Form von Geschichtslosigkeit. Gott baut sein Reich nicht über die Geschichte hinweg oder an ihr vorbei, sondern in ihr, in der Geschichte und durch sie, durch die Geschichte. Die Geschichte mit Jesus ist kein Märchen, sondern sie ist wirklich passiert. An einem ganz bestimmten Tag in der Geschichte unserer Welt, vor ungefähr 2000 Jahren, ist Gott an einem ganz konkreten Punkt dieser Erde, nämlich in Bethlehem, als Mensch, als Baby geboren worden. Und das bedeutet etwas. Die Frage ist nur, was bedeutet das? Und ich meine, es sind hauptsächlich 7 Gründe, warum Jesus ein Mensch werden wollte und die Auswirkungen auf dein ganz persönliches Alltagsleben haben. Ich zähle sie mal kurz auf und erkläre sie dann. Gott wurde ein Mensch, das Wort wurde Fleisch. Erstens, um die Verheißungen zu erfüllen. Zweitens, um den Vater zu offenbaren. Drittens, um die Sünde aufzuheben. Viertens, um die Werke des Teufels zu zerstören. Fünftens, um der treue hohe Priester zu werden. Sechstens, um ein Vorbild zu hinterlassen. Und siebtens, um das Gericht vollziehen zu können. Beginnen wir also vorne mit der Nummer 1. Gott wurde ein Mensch, das Wort wurde Fleisch, um die Verheißungen zu erfüllen. Gott hatte zu verschiedenen Zeiten versprochen, seinen Sohn in die Welt zu senden. Das Alte Testament ist voller Verheißungen, die in Jesus Christus erfüllt werden. 2. Korinther 1, Vers 20, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lob. Immer nur warten zu müssen, ermüdet irgendwann. Irgendwann muss ja auch mal etwas passieren. Und Weihnachten bedeutet, dass Gott, als die Zeit erfüllt war, etwas hat passieren lassen, um die ganzen Verheißungen Wirklichkeit werden zu lassen. Und so bedeutet Weihnachten für dein persönliches Leben im Alltag, dass es genauso auch bei dir sein wird. An einem konkreten Punkt deines Lebens wird Gott eingreifen und etwas passieren lassen und deine Verheißungen, Sehnsüchte und Träume erfüllen. Zweitens, Gott wurde ein Mensch, das Wort wurde Fleisch, um den Vater zu offenbaren. Die Existenz und die Kraft Gottes könnte von einem Mensch an der Schöpfung erkannt werden. So schreibt Paulus das in Römerbrief in Kapitel 1, Vers 20. Doch sein Wesen, das heißt seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe und seine Gnade, kurz alles, was seine Person ausmacht, die wird uns durch Jesus Christus geoffenbart. Jesus, der Sohn, kam, um uns den Vater zu offenbaren. Diese Wahrheit finden wir vor allem im Evangelium des Johannes. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Dann Johannes 14, die Verse 8 und 9, spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Die Größe dieser wunderbaren Offenbarung wird in Galater 4, Vers 6 deutlich. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der ruft, aber lieber Vater. Ohne Weihnachten wüsstest du also gar nicht, wie Gott aussieht, wie er ist
und wie sehr er dich liebt. Drittens ist Gott ein Mensch geworden, das Wort Fleisch geworden, um die Sünde aufzuheben. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Das hat nichts mit irgendwie moralischer Verwerflichkeit zu tun, sondern das kommt von dem altdeutschen Wort Sund, Graben. Sünde heißt einfach alles, was dich vom Ursprung des Lebens, von der Quelle des Lebens trennt und fernhält. Und diese Trennung hinwegzutun, ist Hauptzweck der Fleischwerdung Jesu Christi. Hebräer 9, Vers 26, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Um die Sünde aufzuheben, musste Jesus sterben, denn der Sünde Sold ist der Tod, sagt Paulus in Römer 6, Vers 23. Um sterben zu können, musste aber erst einmal Fleisch und Blut annehmen. Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und erlöste die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. So, wir werden geboren, um leben zu können. Jesus wurde geboren, um sterben zu können. Wir müssen sterben, er wollte sterben. Und dann ist Gott ein Mensch geworden, das Wort Fleisch geworden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Werke des Satans, kann man mal in Römer 13, Vers 12 und in Galater 5, Vers 19 nachlesen, diese Werke des Satans werden durch Jesus zerstört. 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das Böse in deinem Alltag wäre viel stärker, böser, ungezügelter, wenn Jesus die Werke des Teufels nicht zerstört hätte, und zwar als Mensch, indem er permanent im Gegengeist reagiert hat und dem Teufel keine Chance gegeben hat. Das hat an sich schon eine gute Auswirkung für deinen Alltag, aber dazu kommt, dass du ihn auch immer wieder um dieses Zerstörungswerk bitten kannst, wenn die Werke des Teufels dir das Leben schwer machen. Dann kannst du das Jesus hinhalten und sagen, Jesus, du hast doch die Werke des Teufels zerstört, jetzt bitte ich dich, dass du jetzt in meinem Alltag, in meinem Leben auch diese Werke des Teufels zerstörst. Fünftens, ist Gott ein Mensch geworden, ist das Wort Fleisch geworden, um der treue hohe Priester zu werden. Jesus kam, um menschliche Erfahrungen zu machen, ausgenommen die der Sünde. Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern einen, der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Nur ein Mensch kann hohe Priester für Menschen sein. Nur ein Mensch kann die Menschen vertreten. Hebräer 5, Vers 1. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Und Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Weil Jesus ein Mensch geworden ist, kann er auch dein geistlicher Führer sein, weil er genau weiß, was du brauchst. Er erzählt dir nichts vom Pferd und du brauchst ihm nicht lange rumzuerklären, wie es ist, sondern er weiß, wie es ist, weil er ein Mensch wie du und ich geworden ist. Sechstens, ist Gott ein Mensch geworden, ist das Wort Fleisch geworden, um ein Vorbild zu hinterlassen. Der stärkste Antrieb zu einem heiligen Leben kommt eben nicht durch Gesetze und Vorschriften, sondern durch ein glaubwürdiges, heilig vorgelebtes Leben. Dieses Vorbild hat Jesus Christus auf dieser Erde hinterlassen. Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir,
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Das heißt, du musst dir keine tollen Dinge ausdenken, um etwas Frommes hinzubekommen, sondern du sollst einfach nur das nachahmen, was Jesus an uns vorgemacht hat. Und siebtens schließlich ist Gott ein Mensch geworden, ist das Wort Fleisch geworden, um das Gericht vollziehen zu können. Kein Mensch kommt an dem fleischgewordenen Sohn Gottes vorbei. Alle müssen ihre Knie vor ihm beugen, so sagt Paulus in Philipper 2, Vers 10. Entweder in der Anbetung des gekommenen Erlösers oder aber im Gericht vor dem kommenden Richter. Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Auch hier wieder, Jesus kann das Gericht halten, weil er weiß, wie es uns geht und welche Möglichkeiten wir haben und welche nicht. Und das entlastet dich im Alltag ungemein. Du kannst die ganzen schwierigen Erklärungen, warum du vielleicht doch nicht so schuldig bist, vergessen. Und darüber nachzudenken, auch wenn es nur unbewusst ist, raubt uns doch einen ganzen Haufen Lebensenergie. Weihnachten heißt, Gott weiß, was geht und was nicht geht. Und deswegen verurteilt er dich nur dazu, unter seiner Gnade zu leben. Zusammenfassend kann man also sagen, Weihnachten bedeutet für dich und für mich, dass Gott sich zu deiner konkreten persönlichen Lebenssituation stellt, dass Gott sich zu der Situation des gefallenen Menschen bekennt, dass er diese Situation dann auch trägt und auch ihre Konsequenzen. Und das wiederum bedeutet für dich, wo du dich zu deiner hoffnungslosen Situation bekennst und ganz und gar von Gottes Barmherzigkeit lebst, dort offenbart sich dir Gott, da wird Gottes Wort Fleisch in deinem Leben, da wird es real für dich. Da wird es Weihnachten in deinem Herzen, auch wenn es Sommer ist. In und unter allen Umständen und zu allen Zeiten durch das ganze Jahr hinweg. Und dass dir das geschieht und dass dir das widerfährt, dass das adventet, dass das in deinem Leben ankommt, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Denn ich habe heute Morgen so einen schönen Spruch gelesen. Viktor Frankl, der berühmte Psychotherapeut, war zutiefst davon überzeugt, dass fast alle Probleme in unserem Leben dadurch entstehen, dass wir zu wenig Sinn in unserem Leben haben. Und deswegen wünsche ich dir so sehr, dass du den Sinn in deinem Leben findest, in dieser Adventszeit, in diesem Weihnachten, dass etwas Gutes in dein Leben kommt. Ich habe den Sinn meines Lebens in Jesus Christus gefunden. Das weihnachtliche Geschehen, komplettiert durch das österliche und das pfingstliche Geschehen, ist in meinem Leben real geworden und erfüllt mich über und über und macht mich glücklich. Und das wünsche ich dir auch so sehr. Von daher, habt noch einen gesegneten Sonntag und ich freue mich darauf, euch morgen wiederzusehen, morgen wieder in der Adlerstraße 2 live in Kronberg. Also, bis dann. Tschüss.